macht der Wahnsinn. Mein Name ist Jesse und heute machen wir Fat Wax. Fatwax ist eine ganz wunderbare Methode, wie man seine Klingen, sein Holz oder auch sein Leder relativ gut geschmeidig und vor Feuchtigkeit schützen kann. Und es ist sozusagen das Rostschutzmittel aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Um Fatwax herzustellen, braucht man zwei Dinge, wie der Name schon sagt, nämlich einmal Fett und einmal Wax. Für die Fettkomponente habe ich mir jetzt hier einfach vom Metzger ein bisschen Speck geholt, habe das Fett dort abgeschnitten und was ihr machen müsst, ist, ihr müsst es auskochen, denn wir brauchen das verflüssigte Fett. Das heißt, ihr braucht noch eine dritte Komponente, die ist Feuer. Die zweite Komponente, den Wachs, da habe ich mir jetzt einfach Bienenwachs genommen. Den könnt ihr natürlich nehmen aus einer Bienenwachskerze, wie jetzt in meinem Fall, oder ihr kauft euch die Pellets einfach online. Ich lasse euch mal einen Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch die gerne auch anschauen. Wie gesagt, ihr müsst erstmal das Fett auskochen, das braucht ihr. Zur Dosierung ist zu sagen, ihr braucht es 50-50, also 50% von dem Fett und 50% etwa von dem Wachs. Wenn es ein bisschen zu weich sein sollte, einfach nochmal warm machen, ein bisschen mehr geschmolzenen Wachs dazugeben und dann funktioniert das. Also, wir fangen an, unser Fett auszukochen. Dafür das Ganze einfach direkt aufs Feuer geben. Heiß werden lassen. Und warten, dass das schmilzt. Das dauert eine ganze Weile und wenn euer Fett geschmolzen ist, dann könnt ihr euch mit einem zweiten Container an den Bienenwachs machen. Einfach noch reingeben und dann schmelzen lassen. Ab und zu darauf achten, dass es nicht in Flammen gerät. Ihr braucht alles, was ihr davon kriegen könnt. In den früheren Zeiten hat man einfach das Fett genommen von irgendwelchen gejagten Tieren. Seien es irgendwelche Waschbären gewesen oder Biber, was auch immer. Das Beste daran ist, wenn ihr auf gebratenes Fett steht, könnt ihr es danach direkt essen. So, mal schauen, was unser Wachs macht. Der braucht auch noch ein bisschen. Ihr braucht natürlich noch eine Möglichkeit, das Ganze dann abzufüllen. Ich habe mich jetzt hier für so eine kleine Dose entschieden. Da kann man das reinmachen. Das ist soweit ausgekocht genug. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Werden wir das vom Feuer nehmen und dann melde ich mich gleich wieder bei. Wie gesagt, wenn das Ganze abgekühlt ist, einfach aus dem Behältnis, wo auch immer ihr es drin gebraten habt, in die Dose reinfüllen. Ungefähr halbe halbe. Unser Wachs. Und dann müsst ihr es nur noch abkühlen lassen, damit sich der Wachs und das Fett verbinden. Ein bisschen umrühren. Und wenn es dann abgekühlt ist, könnt ihr es einfach wegstellen, hält sich sehr, sehr lange. Ist, wie gesagt, eine ganz wunderbare Möglichkeit, seine Klingen vor Rost zu schützen, sein Leder zu pflegen oder auch seine Holzgriffe zu pflegen. Ich benutze es tatsächlich auch, wenn ich unterwegs auf Lager bin, als Lippenbalsam. Da
kann man natürlich entsprechend ätherische Öle reinträufeln, wenn man das Ganze nicht so mag. Oder für diejenigen, die jetzt sagen, naja, also Fett vom Schwein oder was, möchte ich mir sicher die Lippen schmieren. Das Ganze geht natürlich auch mit der Kombination aus Bienenwachs und Pflanzenöl. Da aber darauf achten, dass im Pflanzenöl das nicht so schnell ranzig werden kann. Das soll es an der Stelle gewesen sein zum Thema Fatwax. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie immer gerne runter in die Comments. Ich beantworte sie euch dann gerne. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ciao and so long.